Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal, dieses Mal mit einem leicht veränderten Format. Am 14. Februar 2022 jährt sich der Stapellauf des Schlachtschiffes Bismarck zum 83. Mal. Der Stapellauf auf der Werft von Blohm & Voss in Hamburg wurde damals zum Staatsakt erklärt. Die Spitze der damaligen Regierung wohnte dem Großereignis bei. Hitler selbst hielt die Taufrede. Den eigentlichen Taufakt nahm die Enkelin Otto von Bismarcks vor. Sie hieß Frau Dorothea von Löwenfeld. Wir wollen euch heute 5 Fakten rund um das Schlachtschiff Bismarck präsentieren, die nicht jeder kennt. Erstens: Der Kommandant des Schlachtschiffes Bismarck, Kapitän zur See Ernst Lindemann, bezeichnete sein Schiff als er und wünschte sich, dass die ganze Besatzung es ihm nachtat. Zitat: Ich werde es künftig lieber hören, wenn man an Bord von dem anstatt der Bismarck spricht. Ein so großes und starkes Schiff kann nur ein er und keine sie sein. Zitat Ende. Schiffe sind im Deutschen gewöhnlich weiblich. Die Bremen, die Europa, die Titanic. Innerhalb der deutschen Marine wurde aber gelegentlich davon abgewichen. Man sprach bei dem Panzerschiff Admiral Scheer gerne von dem Scheer, beziehungsweise der Kreuzer Prinz Eugen ging als kleiner Bruder des Schlachtschiffes Bismarck in die Geschichte ein. An Bord selbst sprach man nur von dem Prinzen. Zweitens: Auf Bismarck waren zur Fliegererkennung auf der Back und der Schanze 2 riesengroße Hakenkreuze aufgemalt. Der Überlebende Josef Staats machte mich bei meinem Besuch bei ihm im November 1993 darauf aufmerksam, dass es sich im Grunde genommen um gar keine richtigen Hakenkreuze handelte. Wir zeigen euch als Vergleich die Hakenkreuze auf Prinz Eugen und Scharnhorst. Im Gegensatz zu den anderen Einheiten der Kriegsmarine war bei Bismarck das Hakenkreuz nach der Decksnaht und nicht versetzt ausgerichtet. Wieso der verantwortliche Vorgesetzte das Kreuz falsch aufmalen ließ, wissen wir heute nicht. Ob es Unwissenheit, übertriebene Pedanterie, genau an der Decksnaht führte die Linie entlang, oder gar ein stiller Protest war, steht in den Sternen. Drittens: Ende April 1941 übernahm Bismarck Proviant. Darunter waren 500 geschlachtete Schweine und 300 Rinder, sowie 196.000 Liter Bier. Man ging von einer Feindfahrt von maximal 3 Monaten Dauer aus. Rechnete man das um, so bedeutete es bei einer knapp 2.200 Mann starken Besatzung knapp 1 Liter Bier pro Seetag und Mann. Prost! Viertens: Vor der Kommandantenkajüte, wo der Postenkajüte seine Wache ging, hing ein Gemälde von Otto von Bismarck. Es handelte sich um ein Originalgemälde von Franz von Lenbach. Kapitän Lindemann hatte im Hinblick auf die Gefahren der kommenden Feindfahrt die Vonbordgabe des Gemäldes beantragt. Doch der Antrag wurde abgelehnt und das Verbleiben des Bildes auf Bismarck ausdrücklich angeordnet. Am 5. Mai 1941 beim Hitlerbesuch sprach der besorgte Lindemann Hitler an, ob es nicht besser wäre, das Bild von Bord zu geben. Hitler winkte ab. Zitat: Wenn dem Schiff wirklich einmal etwas zustoßen sollte, nun, dann mag auch das Bild verloren sein. Zitat Ende. Fünftens: Auf dem Schlachtschiff Bismarck dienten nicht nur Angehörige der Kriegsmarine, sondern ebenfalls Angehörige der anderen Wehrmachtsteile und auch Zivilisten. Beginnen wir mit den Bordfliegern und dem Bodenpersonal der 4 Arado AR 196. Das waren 5 Porte-Unteroffiziere der Luftwaffe, davon 4 Flugzeugführer, ein Angehöriger des Bodenpersonals. 3 Unteroffiziere ohne Porte-P sowie 6 Mannschaften des Bodenpersonals bzw. Mechaniker. Weiterhin waren 27 Zivilangestellte an Bord. Darunter befanden sich Schneider, Schuhmacher, Köche, Friseure und auch Arthur Meyer, der Steward des Kommandanten. Früher war er Geschäftsführer eines Lokals in Hannover gewesen. Da Bismarck auch das Flottenflaggschiff war, befand sich somit auch der Flottenstab an Bord. Das waren außerdem Flottenchef Günter Lütjens,
sowie seinen Admiralstabsoffizieren, der Flotteningenieur Kapitän zur See Ing. Karl Tannemann, Admiralarzt Dr. Hans Relef Riege, zwei Meteorologen, Hauptregierungsrat der Reserve Helmut Marschall und Dr. Heinz Extembrink, der Flottenrichter, Marineoberkriegsgerichtsrat Dr. Eduard Langer. Weiterhin befanden sich der Luftwaffenverbindungsoffizier Hauptmann Fritz Grohe und der Heeresverbindungsoffizier Oberleutnant der Reserve Dr. Franz Krautwig an Bord. Dazu kamen noch frühere Handelsschiffsoffiziere als Prisenkommando sowie Kriegsberichterstatter der Kriegsmarine hinzu. So, das waren unsere fünf Fakten, die nicht jeder kennt. Wir sagen Tschüss, Servus und bis zum nächsten Mal, euer Marinekalender.